Der tote Ritter. Als Ella die Tür öffnete, roch die Luft nach geschmolzenem Kerzenwachs und der Gesang der Choristen schien immer noch zwischen den Säulen zu hängen. Die Dunkelheit ließ die Kathedrale nur noch größer erscheinen. Es war, als würde die Nacht sie erst wirklich zum Leben erwecken, zu ihrem ganz eigenen Leben, und es hätte mich nicht überrascht, wenn einer der Heiligen von seinem Podest gestiegen und uns gefragt hätte, was in Teufels Namen, naja, wohl eher in Gottes Namen, wir hier um diese Zeit machten. Ja, was schon. Zum Narren machen wir uns, dachte ich, als Ella mir eine der Taschenlampen in die Hand drückte, die sie vorsorglich mitgebracht hatte. Sie hatte offenbar immer noch keine Zweifel an ihrem Plan. Was meinst du? Fragte sie, während sie den Strahl ihrer Taschenlampe an den Säulen entlangwandern ließ. Sollen wir bis Mitternacht warten? Zelda sagt, die meisten Geister erscheinen immer noch am liebsten um die Zeit. Mitternacht? Ich sah auf die Uhr. Das waren noch fast 2 Stunden. Ach was, sagte Ella. Lass ihn uns jetzt rufen, komm! Denk an Stoughton, John, dachte ich, während ich ihr nachstolperte. Das hier kann kaum schlimmer werden. Draußen hatte sich offenbar der Mond einen Weg durch die Wolken gebahnt. Sein Licht fiel auf Longsbys Abbild und färbte den Stein weiß wie Schnee. Er sah tatsächlich aus, als ob er schlief. Die behandschuhte Hand lag auf dem Knauf seines Schwertes, als hätte er es eben erst aus der Hand gelegt. Ella trat ein paar Schritte zurück. Komm schon, John. Sie verzeiht dir nie, wenn du es nicht wenigstens versuchst. Ich trat so dicht an den Sarkophag heran, dass ich nur die Hand hätte heben müssen, um Longsbys Handschuh zu berühren. John, flüsterte Ella, er ist ein Ritter. Du musst dich hinknien. Hinknien, auch das noch. Also es ist wieder, was Cornelia ja so schön macht, so ein Hin- und Her-Switchen zwischen 2 Welten. Das hat so bei der Tintentrilogie haben wir die 2 Welten, bei Reckless haben wir das und hier ja eigentlich auch wieder. Es kommt nur einfach die alte Welt, das Mittelalter, die ganzen Geister, die damals früher dort gelebt haben, die kommen nun in unsere heutige Welt und treiben hier ihr Unwesen. Und eigentlich hat man da auch wieder so einen Realitätenwechsel. Obwohl wir nicht in Welten springen, aber die andere Welt sehr wohl hier zu Besuch kommt. Das mag ich in allen ihren Geschichten. Und es sind halt alle großen Themen drin. Es ist eine riesen Liebesgeschichte, es ist eine Jungsgeschichte, es ist eine Abenteuergeschichte, eine Geistergeschichte. Und toll ist natürlich, dass ich habe Salisbury besucht, die Kathedrale gesehen, auch Laycock Abbey, den Friedhof. Und es ist natürlich toll zu lesen, wenn ich mir die Bilder sozusagen wieder hochkommen, wie es da aussah. Und Salisbury ist eine der schönsten Gebäude, die ich jemals gesehen habe. Es ist unglaublich. Und Longsby liegt da wirklich.